Hallo Freunde, ich begrüße euch auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch freue ich mich sehr, über ein Abo noch viel mehr. Danke. Willkommen zurück. Eine weitere Folge Factorio Steinwelt Multiplayer 24/7. Nein, Factorio Steinwelt 24/7. Wir spielen wie immer auf dem Server. Ich habe beim letzten Mal noch ein wenig Nacharbeiten gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, die Forschung hat man so genau fertig. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Ich glaube, werden sie nicht ganz fertig. Muss jetzt passen, ob oder ob nicht. Aber auf jeden Fall ist hier drüben soweit alles erweitert, komplettisiert. Die Forschung steht soweit, dass wir hier auf dem Band noch einen Platz haben. Da sind dann die blauen Fläschchen letztendlich drauf. Ich habe ein bisschen Forschung schon für militärische Zwecke in Auftrag gegeben und ich habe hier unten ein wenig rumgetüftelt, denn wir benötigen ja für die blauen Fläschchen Schwefel, Natriumhydroxid, dann brauchen wir Glas, also hier so Reagenzgläser, was aber kein Problem ist, die kann man einfach aus Glas herstellen, das haben wir schon. Motoreneinheiten, da habe ich oben rechts gerade etwas angefangen und die blauen erweiterten Schaltkreise und dafür brauchen wir Kunststoff. Und diesen Kunststoff kriegen wir hier oben raus. Habe ich ein bisschen rumgebaut, ein bisschen gebastelt, also das, was wir letztendlich benötigen, ist Holz. Aus Holz machen wir dann stellen wir drei verschiedene Dinge her. Die benötigen wir dann Heizöl und saures Gas im Moment nicht. Das Naphtha brauchen wir. Nee, Naphtha brauchen wir. Das wird dann nochmal aufgearbeitet. Bisschen Kupfer und Eisenerz. Und letztendlich kriegen wir dann flüssigen Kunststoff, aus dem wir dann Kunststoffstangen machen können. Und damit haben wir dann die blauen Chips letztendlich und haben alles, was wir für die blaue Forschung brauchen. Ja, da soll es hingehen. Jetzt werden wir erstmal hier oben kurz die Motoren fertigstellen. Ich habe die Kisten wieder mit reingenommen, die wir schon mal mit im Spiel hatten. Diese Smart Chest und möchte einfach nochmal gucken, ob die ganze Geschichte läuft. Auch weiter stabil läuft, weil dann sind es nämlich die Smart Chest, um die es geht, und also wenn es stabil läuft, dann waren es nicht die Smart Chest, so rum, und dann kann man die nämlich weiter mit im Programm lassen. Das ist das, was mir sehr lieb wäre, wenn es so ist. So, also Stahl, das, okay, dann machen wir hier als erstes jetzt nicht den Motor, sondern machen als erstes die, wo sind sie? Die Rohre. So, und da brauchen wir natürlich ein paar Kisten unten. So. Und die noch, halt, wie schnell sind die Rohre? Aber das reicht. So, das heißt, wir brauchen also noch mal eine orange und noch mal eine rote, war genau rein. Na, so. Die schon mal verbinden. Da muss nichts groß rein. Da reicht es, wenn die klein gefüllt sind. Dann haben wir die Rohre. Nehmen wir gleich die nächste in der Reihenfolge, also eine gelbe. Die packen wir hier hin. Und lassen wir dann gleichmäßig befüllen. So. Einmal, zweimal.
Der muss natürlich auf lang umgelegt werden. Unten aus, links rüber, lang. Und er greift auch von unten kurz. Strömchen dran, dann könnt ihr schon mal loslegen. Vorausgesetzt, das Material kommt. So, damit haben wir die Rohre. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Eisenzahnräder. Nochmal einfach nach dem gleichen Schema. Da kommt dann aber keine gelbe hin, sondern da kommt jetzt eine pinke hin. So. Und unten kommt die orange hin. Zwei Stück. Unten eigentlich die schnellen, die brauchen wir doch hier gar nicht. Das reicht doch. Genau. So, hier werden also auch nochmal Eisenplatten benötigt. Also ziehen wir das auch nochmal so zusammen. So. Aber der soll natürlich keine Rohre herstellen. Das ist falsch. Das hätte ich gleich ändern müssen, sondern der soll die Eisenzahnräder herstellen. So ist der Plan. Hier machen wir Stopp oben. Hier machen wir auch Stopp. Damit reicht das. Und dann brauchen wir jetzt hier drüben nur noch die Maschinen, die uns die Motoren herstellen. Ein Stahlträger, zwei Eisenrohr und einmal Eisenzahnrad. Das heißt also, wir brauchen hier unten Stahlträger. Haben wir nicht mit am Start. Okay. Diese Sache noch. Und da packen wir dann eine blaue hin. Oder gehen wir in der Reihenfolge weiter. Eine grüne. Bräuchten wir dann zwei. Eine hier. Die natürlich nicht zu voll laufen lassen, klar. Gut, das klappt. So. So, demzufolge brauchen wir eine grüne. Benötigen zweimal zum Eingreifen. Ich werde so einen Mix machen. Ein Mix aus Fließbändern und Maschinen. So ist jetzt aktuell mein Gedanke. Weil habe ich jetzt eben gesagt, ein Mix aus Fließbändern und Maschinen? Was für ein Quatsch. Ein Mix aus Fließbändern und Kisten. Aber ich persönlich finde es ganz gut. Nee, das ist doof. Wenn man ja trotzdem sieht, was so auf dem Fließband liegt und was kommt, und ja, so der Gedanke. So, brauchen wir eine gelbe noch. Das ist so eine gelbe, war? Ja. Grün kommt von da, gelb kommt von da, und dann brauchen wir noch so eine. Ich will
Sicherheit nur nicht zu ausschweifend bauen. Deshalb sieht das jetzt hier vielleicht ein bisschen ulkig aus. Pink. Pink brauchen wir noch. So, okay. Bam, 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 die Teile. So, und der greift lang. Und der hier drüben natürlich auch. Dann kommen hier oben die Rohre und hier unten der Rest. Dann zwei Sachen hiervon und zwei Sachen von dem Band. Und dann sollte das rein theoretisch funktionieren. Sollte. Und da die eine Weile brauchen, 10 Sekunden, können wir da natürlich ein paar Maschinchen hinstellen. Dann brauchen wir noch ein paar Greifarme. Genug. Wir nehmen nur noch 200 mit. Okay. Die Dinger kommen gleich und dann können wir die Sache verbinden. Dann sollte das hier eigentlich genau ganz harmonisch funktionieren. So ist der Plan. Sehr schön. Und machen wir das wie bei allen anderen auch. Kommt hier irgendwo unsere Sammelkiste hin? Ja. Und die Sache ist erledigt. Und wir haben unsere Motoren. Und genau darauf kam es an. Okay, der Teil steht. Was ist denn hier unten eigentlich? Ah, da sind die Glasflaschen drauf. Okay. Stimmt ja, die brauchen wir ja später nochmal. Für was haben wir die denn hier gebraucht? Gehen hier rüber, hier hoch, hier drauf, hier dahin. Ah ja, okay. Für die schwarzen Fläschchen wurden die genauso benötigt. So, heute ist relativ ruhig, habe ich festgestellt. Heute möchte keiner spielen. So, okay. Damit haben wir das. Dann könnten wir Glaskolben nochmal mit an den Start bringen. Das wäre gar nicht verkehrt. Wieso? So, und hier kommt dann einfach einer hin für Glas. Haben wir den hier schon? Glas da, dort. Theoretisch könnte man mit aufklemmen. Eigentlich nichts gegen, weil den Durchsatz hier mit Glas haben wir nicht. Ja, machen wir das, klemmen wir den mit auf. So, nochmal an, um die es geht.
Ach nee, die sind noch gar nicht fertig. Das ist eine rote, oder? Eine rote Kiste brauchen wir noch. Gut. Sobald sie dann steht, kann man sie mit verbinden. Genau. So, dann haben wir nur bis hier. Die anderen wollen wir nicht. Natürlich schade, dass man die Glaskolben nicht besser sehen kann. Also das ist eine Sache, die ist nicht so optimal, aber macht nichts. Die Glaskolben sind schon mal da. Und das ist das Wichtige, was wir brauchen. So, wir haben die Glaskolben, wir haben die Motoren. Jetzt müssen wir noch Schwefel, Natriumhydroxid herstellen. Und Plastik brauchen wir dann auch. So, Schwefel und Natriumhydroxid. Würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal eine Produktion, mit der wir Schwefelteil so schnell wie möglich rankriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo bauen wir den Spaß hin? Also eigentlich ist es nur das hier. Mehr ist es nicht. Dann hätten wir noch Koks, den wir auf jeden Fall gebrauchen können. Den könnte man dann nämlich gleich für die Verbrennung nehmen. Erstmal für den. Oder wir machen da noch irgendwas anderes draus. Mal schauen. Wobei halt, Kohle haben wir doch auf dem Band. Wir haben Kohle auf dem Band. Wir haben Kohle auf dem Band. Wir müssen zuerst den Teil machen. Schwefel unten rauslaufen wäre mir jetzt ganz lieb. Nee, das ist Unfug hier so. Immer für drei. So, dann haben wir das Salzwasser, das holen wir weg. Dann weiß ich noch nicht, was wir machen. Das können wir zwar aufsplitten, aber eigentlich brauchen wir die Splitterei von dem Salzwasser noch nicht. Ach so, ja, wir haben noch keine Radare. Na, was ist denn jetzt los? Warum hakelt es denn heute wieder so? Sind doch die Kisten, wa? Ich hab ja schon mal vermutet, dass die Kisten sind, die rumspinnen. Naja, im Zweifelsfall muss ich sie wieder rausschmeißen. Wäre schade. Ein Versuch was wert. So, und hier? Ne, das verbrennen wir, aber wir brauchen... Ach so, das Salzwasser brauchen wir ja doch. Da kriegen wir gleich das noch raus. Okay, also wird Salzwasser doch benötigt. Das ist dann gleich der zweite Stoff. Okay. Machen wir hier doch gleich. Mal noch eine Kopie von. So.
Okay, das passt. Rohre stellen wir hier doch irgendwo her. Die können wir doch gleich mal abgreifen. Sehr gut. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünf und das. Nehmen wir erstmal weg. Das nehmen wir auch noch weg. Was wir hier auf jeden Fall dann brauchen ist das hier. Fürs Natriumcarbonat. Und damit kopieren wir die ganze gleich nochmal. So. Und den so. Korrekt? Genau. Gut, das passt auch. So, damit haben wir das und das. Und hier unten kommt dann auch gleich noch der Schwefel raus. So. Das heißt, ich müsste den hier eigentlich noch mal kopieren. Okay. Dann haben wir das. Die haben wir hier oben. Hätten wir zumindest das Salzwasser schon mal da, wo es hin soll. Eisenplatten alle. Hier wird es denn sowas. Das müssen wir hier auch so setzen. Und für das Wasser muss ich mir dann auch noch was einfallen lassen. Blümchen, also auch wieder alle. Irgendwie ist zurzeit ständig alles. Ja, Pumpen brauchen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Jetzt haben wir nicht gerade Rohre geholt. Warum ich die da nicht herstellen? Geht das doch viel besser mit den Pumpen. Zahnräder, auch schön. Eisenplatten sind auch schon wieder an. So sieht das gut aus. So, okay. Dann haben wir den Teil. Damit haben wir den Chrom, sage ich schon, das Chlor.
Nur die eine Sache hier fertigstellen. Warum will ich denn hier eigentlich was rausgleiten lassen? Das ist doch Quatsch. Hier passiert doch noch gar nichts. Oder halt, das können wir ja lassen. Wenn das was passiert, passiert ja dann in der nächsten Reihe. Und da haben wir doch dann erst die eigentliche Splittung. Natriumcarbonat an, dann können wir das hier gleich mit reinpacken. So, und du sollst mehr das hier machen. Ach Mensch, auch Unfug. Du kommst irgendwo da oben hin. Totaler Denkfehler. Hier muss erstmal die Kohle rein. So. So, dann müssen wir nochmal nach unten gucken, den kleinen Denkfehler zu beseitigen. Das Wasser wird gebraucht, und zwar hier unten bei der Sache. Genau, und dann kommt erst der Spaß. Dann haben wir erst das hier, da muss das Wasser rein. Genau. Jetzt machen wir das nämlich wie folgt. Das Ding kommt hier hin. So. Und der da hin. Dann kommen die Erzbrecher dran. Zwei elektrischen. Noch eine Chemiefabrik.
nur noch rauskriegen, warum mir keine Kohle kommt. Ach, hier fehlt noch einer. Okay. So, und dann müssen wir nur zusehen, dass wir... So. Und so. Hier das so. Und dann müssen wir noch gucken, was wir mit dem Koks machen. Der kommt dann hier natürlich irgendwo raus. Da habe ich jetzt noch keinen Plan für. Jetzt noch die Überlegung, weiß ich noch nicht. Irgendwas müssen wir mit dem Koks auf jeden Fall machen. Läuft schon wieder. Das ist alles schon sehr interessant. Wir haben schon wieder gnadenlos überzogen. Aus dem Grund würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es weiter. Dann wird der Schwefel laufen. Und mal sehen, dann machen wir die Plastik auch gleich mit fertig. Bis dahin, macht's gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.